So, meine Freunde, willkommen zurück zu Tiny. Ich fühle mich gerade wie ein berühmter Archäologe. Oh ja, und zwar werden wir jetzt durch diese, ja, in Fachrichtung Unterhosen. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum ich diesen schwarzen Ring nicht drum mache. Aber ich glaube, das liegt mir in der Tiefe oder so, dass wir so einen Dunkelheitseffekt machen. Egal, auf jeden Fall sind wir erstmal hier wieder zurück bei Tiny und Big Grandpa's Leftovers. Mein Name ist Dennis Bram. Und wir werden jetzt diesen geilen Turm aus grün-schwarzem Stein erkunden, den wir nach unten laufen werden. Und während wir nach unten laufen, versuche ich die ganze Zeit, ohne möglichst viel zu atmen, zu durchzureden, sodass eine ehemalige, endlose, lange, monotone Tonspur entsteht, in der die ganze Zeit wieder ein Wort nach dem anderen fällt. Und wir sind auch unten und... Das ist kein Einatmen. Sehr schön. Sehr gut. Oh ja. Okay, was machen wir hier? Ich muss sagen, dieser Turm ist teilweise doch sehr, sehr dunkel. Ah. Juhu. Nein. Ich habe einen auf den Deckel gekriegt. Was da? Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir wieder deckelfrei. Oh, ein neuer Stein. Yeah. Unlocked. Sieh mir wie eine nette Rutschbahn aus. Sieht mir. Dann auf geht's. Oh ja. Auf geht's. Oh ja. Ah! Oh. Voll auf die 12. Was für eine Fahrt. Hey. Was? So, du würmiger Wurm. Gib mir die Unterhose zurück. Du kommst mit ihrer Kraft sowieso nicht klar. Dieses glühende Statue sieht aus, als ob da irgendwas Mächtiges innen drin ist. Irgendetwas, um das wir uns kümmern sollten. Oder besser, was wir loswerden sollten. Komm, schaff diese Dinger irgendwo aus dieser Pyramide. Was redest du, Dumme? Nee, was redest du, dümmliches Zeug mit deiner dümmlichen... Mit deiner dümmlichen Selbst? Rede mit mir. Oh, jetzt geht's wieder. Feidi, feidi. Boah, Ganache. Oder ob die dich hier quasi wegbringen muss. Okay. Umgeil. Ja, oh, jetzt muss ich mir halt jedes Mal wieder anhören. Okay, ich sollte vielleicht nicht allzu oft sterben. Was für eine Fahrt! Na komm, klick, klick. Hey, was? Bla, bla, bla. Ja, das haben wir schon gehört. Alles klar, gib Gas, die Note. Boah! Boah! Alles klar? Scheint mir, du hast noch nicht genug. Um den Noten teil. Na komm. Geht doch. Vorsicht mit meinen Artefakten. LOL. Ja, sicher. Oh, jetzt bin ich wegen so einer Scheiße gestorben. Ja, oh, jetzt muss ich mir die Kacke nochmal anhören. Ah! Was für eine Fahrt? Hey. Was? Was da? Okay. Das sieht gut aus. Genasch! Scheint mir das noch nicht genug. Ne, hab ich auch noch nicht. Muss hier weg, ich muss hier weg.
zweite Tür. Ich soll aufpassen auf deine Artefakte. Alles klar. Tschu. Jetzt mich da erst rüber. Komm schon. Schmeiß sie. Boah. Boah, das war knapp. Okay, nice. Der rutscht weg. Irgendwann. Lol, der rutscht nicht weg. Na komm. Schnell den endlich weg. Geht doch. Ups, Magie Magie kaputt. Oh nein, die Pyramide explodiert. Level beendet. Drück eine Taste. Drückt. Voll fliegende Standard aufregen kurz ein, wenn du auf sie zielst. Okay. Dawning of the Pants. Jojo. Sieht aus auf dem Weg nach unten, oder was? Es ist vorbei. Weia, fast hätte es uns erwischt. Du wirst dich dran gewöhnen. Smush. Es ist so verdammt schwer, dich loszuwerden. Du betrügst. Irgendwie wusste ich, dass es noch nicht vorbei sein kann. Alles, als wir auf einem riesigen fliegenden Unterhause gelandet sind. Oh ja. Okay, Betrüger, lass uns diese Farce beenden. Los geht's! Deine Mutter. Da unten. Oh, da bin ich fett gemetzelt worden. Was da nochmal? Da drauf. So weit weg, da komm ich nicht dran. Bist du meint für etwas Große? Alter Futter! So mega weit hinten. Bist du bereit für etwas Großes? Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das besiegen soll. So, den noch kaputt. Zu weit entfernt. Okay, komm schon. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich bin gerade ein bisschen hohl. Den noch kaputt und den da unten noch kaputt. Aber ich kann ja auch nirgendwo runterspringen, oder? Bereit für was Großes? Wahrscheinlich. Ja, dann spring ich einfach mal. Okay, ich check's noch nicht. Ich check's noch nicht. Ich verstehe es noch überhaupt nicht. So.
Okay, ich verstehe es echt nicht. Ich bin dafür zu blöd. Und ich kann sein... Mag ich sein Felsen vielleicht doch zerschneiden? Was bringt? Nee. Okay, nochmal. Der kommt weg. 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 Und dann kommt im Prinzip noch der da hinten weg. Aber der kommt nicht weg. Ich verstehe es. Ich bin noch zu blöd. Ist das Ding, auf dem ich draufstehe? Kann ich das quasi zersägen? Oh, kann ich sogar wirklich. Weg. Du kommst weg. Du kommst weg. So, dann wird er gleich etwas Größeres für mich haben, und zwar genau da an der Stelle. Kommst du auch nicht weg. Ich bin zu blöd. Keine Ahnung. Ich weiß es echt noch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Bist du bereit für etwas Großes? Ja, ja, deine Mom. Ey, das zackt gerade irgendwie derbe. Oh, das ist... Aua. Darf ich mir auch kosten. Fizzle. Leute, was war das denn für eine Scheiße? Alter. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Steine zielen. Alter Vater. Keine Ahnung. Ich bin frustriert. Bin frustriert, weil ich es nicht checke. Ja, komm. Ich verstehe es einfach nicht. Bin ich bereit für das Kuss? Nein, bin ich nicht.
keine Ahnung. Und ich werde jetzt, glaube ich, an dieser Stelle was tun, was ich sonst nie tue. Und zwar, ich würde mal ganz zu, ob ich die Komplettlösung finde. Ich habe echt keine Ahnung. Kurz auf. So, fahren wir zurück. Und direkt tot. Komm mal geil. Aber ich muss natürlich sagen, da ich einer der ersten bin, der es überhaupt Let's Play. Tja, das ist natürlich der Nachteil. Ich habe keine Ahnung. Also, ich könnte in den Foren nichts finden, so stand vorhin, dass noch keiner so weit ist. Oh ja, der ist jetzt oben. Jetzt war ich unkonzentriert. Das zackt mich gerade ein bisschen an. Also, mich hat doch irgendwie selbst was finden. Und da unten der. Eigentlich müsste ich dann quasi machen können. Das war genau in dem Moment, wo der sagt. Komm schon. Ich meine, normalerweise kann man alle Sachen kappen. Okay, wir probieren es aber nochmal aus. Ah, jetzt ist er schon wieder da oben, ich hab schon wieder vergessen. Der geht jetzt ganz weit weg. Okay, bereit für etwas Großes? Ja. Lava! Das funktioniert ja wirklich. Bereit für etwas Großes? Boah! Alter Vater! Jetzt kommt das ganz Große. Bist du das? Gott sei Dank. Okay. Oh, jetzt ist er wieder hier. Hi Nun, oder was? Gleich werden wir sehen, wem diese Unterhose so wirklich passt. Sieh! Mist, Smash. Tja, Matsch, hm? Hab ich ihn besiegt? Das war's schon? Ich glaube. Nein, ich glaube nicht. Schau scheint, als wäre. Ja. Scheiße. Juhu! Aber sag mal, wenn es wirklich die ganze Scheine nicht mehr unter Kontrolle hat, wer dann? Ja. Verdammt! Ich schon wieder. Ah, ich wollte schon sagen, kann ich schon von euch. So. Seven the Spurs. Oh ja. Hammer geil. Ja, wo sind wir jetzt? In einer Einöde. Stille. Ach genau, jetzt müsste Big zumindest die Unterhose noch. Ja, siehste, wir hätten die Unterhose ja schon, wenn das Spiel quasi vorbei wäre. Wir ein Radio und auf geht's. Der war es bestimmt wieder irgendwo. Die Unterhose. Wo ist sie? Die hätte noch bestimmt noch unbesiegbar gemacht. Weia, fast hätte es mich erwischt, sag ich doch. Wo ist sie? Meine wunderbaren Kräfte, sie sind weg. Ich muss sie erreichen. Keine Chance, du bist viel zu schwach, schwächlich um. Ich hab dich besiegt, jetzt gehört sie mir. What the fuck? Ihre Kraft steht mir zu. Ich habe sie geehrt. Es war genauso mein Großvater. Gläubig mit dem Verwandt. Ha, aber mich hatte er lieber. Moment, was geschieht? Oh nein. Die Unterhose, sie ist im Boden verschwunden. Ganz schlechte Idee. Oh nein. Ups, wechseln sie. Verloren. Und das ist ganz allein dein Fehler. Bist du Bescheid? Du hast sie gestohlen und. Lol. Bei mir wäre die Unterhose sicher gewesen. Bei mir wäre die Unterhose sicher gewesen, mach ich natürlich. Ich bin gerade überrascht, dass ich. What the fuck? Du wolltest die Welt unterjochen. Naja, stimmt ein bisschen. Du hättest es sicher gemacht. Ach komm, ich
kann mich gut erinnern, was für ein Chiron du als Kind warst. Das ist Jahre her. Und überhaupt, ich verdiene es, die Welt zu beherrschen. Aber krass, das Spiel ist vorbei. Ja klar, aber nicht ich, was? Du hattest deine glückliche Zeit, Mr. Großvaters Liebling. Darum geht es dir, du kompensierst, dass du als Kind so wenig geliebt wurdest, wenn du die Welt bedrohst. Oh, naja, weißt du, wir haben wirklich wichtige Dinge zu tun, als das zu besprechen. Lügner! Lügner, das ist typisch wie dein Vater. Hör zu, Dr. Freund, gar nicht jetzt unser verkorkste Kind zu diskutieren würde, wir haben eine Unterhose zu retten. Wir müssen die Welt retten! Oh klar, die Welt. Wir müssen unsere Unterhose finden und sicher verwahren. Hättest du mich nicht eingemischt, bei mir machen die Hose sicher die Hose. Ich bin schade, dass man das nicht so wegkriegen kann. Du wolltest die Welt bejocken! Na stimmt, ein bisschen. Du hättest es sicher gemacht. Oh, jetzt geht er schon vorne los. Ach komm, ich kann es mich gut erinnern, dass du ein Schande als Kind warst. Das ist Jahre her. Tja, was soll ich sagen? Tiny Big scheint vorbei. 6 Folgen, meine Freunde. 7 Folgen. 7 Folgen? 7 Folgen. Netter Indie-Titel, definitiv. Für 9,99 € habt ihr ungefähr 2,5 Stunden, 3 Stunden Spaß. Hat wirklich Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Kauft euch. Es hat nicht wirklich lange gedauert. Wird kurzzeitig, also wenn ihr euch das ansetzt, seid ihr kurz noch weg. Durch. Nett. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal natürlich bei Crimson Cow bedanken fürs Bereitstellen dieses Artikels. Und jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwas Kleines passiert. Oder ob das wirklich das Ende des Spiels war. Weil immerhin läuft die Credits durch. Und Tiny Big schreiten sich immer noch. Warum hat er eigentlich auf dem Bild noch eine Unterhose auf? Logikfehler! Oh ja, Logikfehler. Thanks for playing. Gerne. Danke fürs Programmieren. Copyright Blackpants Studios GmbH, tinypack.com, blackpants.de. Tja, 3 Typen featuring Brian Kastner, Little Pretty Thing, Supernatural. Das war's. Das war's echt, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Mein Name war Dennis Bram. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.